Mein Name ist Martin Wölker und ich bin Logistiker. Willkommen zu Martins Wahre Logistik. Was bleibt offen? Gut, wir haben ja nun sehr viel optimiert hier. Wir haben einerseits hier eine Logik aufgebaut, mit der man die Produktion, vielmehr hier die Forschung starten kann. Wir starten dann noch alle Produktionen, alles wird mal schön abgeschaltet. Und das ist so eingestellt, dass eben dieser Ringsorter, das rotierende Sortierband, was gerne als Sushi-Welt bezeichnet wird, weil man sich eben bedarfsgerecht bedienen kann, dass man das entleeren kann, so eine Art Inventur durchführt. Es ist so aufgebaut, dass ich im Prinzip alles reinschmeißen kann, was ich eben noch so habe. Ich habe hier oben Zwischenprodukte, die ich reinschmeißen kann. Ich kann auch Forschungspakete reinschmeißen. Rohstoffe, aber wir sehen hier, bin ich ziemlich voll momentan. Ich habe dann so eine manuelle Notfalllösung gemacht. Gut, die kann ich auch noch einsammeln, schnell noch. Und ja, im Prinzip läuft das auch alles ganz schön. Ja, hier kommen die 8 komplizierteren Vorprodukte, teuren Vorprodukte rein. Ne? Und hier oben habe ich einfach einen Input gebaut, wo ich einfach alles nehmen kann. Ne? So, jetzt schreiben wir einfach mal alles ab, weil kostet nur Strom, damit nicht geforscht, was soll's. Ja, was ist noch offen? Sind noch einige Dinge, die man optimieren kann, die ich natürlich auch optimieren möchte. Das ist ja das Wesen des Logistikers. Wir sehen gerade, hier ist echt was los. Hier gibt es ganz viel Nachschub. Was haben wir für einen Nachschub momentan? Kupfer, Eisen, Kunststoff und M. M habe ich ja inzwischen auch so gemacht, dass man das steuern kann. M ist also noch mehr Kupfer. Also alle möglichen wollen Kupfer haben. Klar, hier wird Kupfer, hier wird Eisen angefordert. Hier wird der Kunststoff gefordert. Da wird nochmal Kupfer gefordert. Alle anderen haben Ruhe. Hier sind wir auch fertig. Also gut. Das ist vielleicht ein bisschen träger jetzt, ne? Aber was soll's, das füllt sich schon wieder auf. Hier hat euch eine irre Kreuzung, die ist immer noch nicht richtig gut, ne? Dieses Einspeisen systematisch und sowas. Ne? Man sieht, es sind dauernd irgendwelche Blockaden, das ist nicht richtig gut. Das ist ganz pfiffig hier, da kann man ganz gut was rausnehmen, hat aber auch schon dazu geführt, dass zu viel hier angekommen ist und dann habe ich das hier alles blockiert. Das heißt, wir müssen uns auf jeden Fall nochmal mit Fördertechnik beschäftigen. Das ist eine echte Herausforderung, dass das alles gut funktioniert, schön ausbalanciert ist. Das muss auf jeden Fall gemacht werden und was muss ich auf jeden Fall auch nochmal machen ist, das kann man jetzt hier sehr schön beobachten, erstmal erwische ich nicht alles, das kann man natürlich mit mehr Greifern auch noch knacken, gut, warum arbeitet der jetzt hier nicht, ist mir jetzt ein bisschen schleierhaft, ist nichts eingestellt, worauf muss der reagieren, Kunststoffgröße 0 muss der reagieren, jawohl, aber nicht eingestellt. Das ist auch noch so ein Ding, dass man also permanent alle möglichen Sachen einstellen muss und das auch richtig machen muss, dass man keine Fehler macht, jetzt habe ich da mehr erwischt. Aber es gibt immer so Überschüsse. Ne? Die Überschüsse, was machen die? Ja, ich schiebe die vorbei und wie schon im Puffer-Video erklärt, alles, was nicht erwischt, muss auf jeden Fall eingesammelt werden, muss wieder eingelagert werden. Das ist de facto eine Retoure. Was macht das Zeug? Das belastet die Fördertechnik einfach nur unsinnig. Das muss also besser werden. Momentan ist eine Projektarbeitsgruppe von Studierenden damit beschäftigt, verschiedene Bestellstrategien zu implementieren. Das heißt, wir versuchen dann auch eine Strategie zu haben, dass wir nur noch ein Signal senden und dann eine bestimmte Menge schinken oder eben genau den Puffer auffüllen. Oder dass wir sagen, rhythmisch machen wir das, immer die gleiche Menge zum bestimmten Zeitpunkt oder eben einfach den Puffer auffüllen. Das sind die 4 bekannten Versorgungsbestellstrategien. Kann man in jedem BWL-Buch nachlesen. Das werden wir dann implementieren. Es führt auf jeden Fall dann dazu, dass einfach alles, was hier losgeschickt wird, auch eingesammelt wird, sofern was eben rein vom Timing erwischen. Jetzt sehen wir hier ist also schon ziemlich vorbei. Ne? Ja. Ja, der Puffer ist schon wieder am Entleeren. So, das heißt, wir haben einen irren Überschuss hier. Das sieht daran, dass der Förderer einfach zu lang ist. Das heißt, ich muss noch Wege finden, einen Hauptkreis zu haben und dann Teilkreise zu bilden. Das habe ich hier schon gemacht. Zum Beispiel hier oben brauche ich eigentlich nur Stahl und Steine. Muss ich also hier so eine Art Bypass bauen, dass der defaultmäßig genommen wird. Hier unten habe ich das schon verkürzt. Da war auch noch so ein Riesenschleife, die ich brauchte, um die Forschung zu versorgen. Das habe ich eliminiert, das ist raus. Was sehr gut inzwischen funktioniert, ist die Steuerung mit meinen Hochofenstraßen. Hier also zum Beispiel habe ich jetzt Stahl ausgeschaltet. Eisen läuft noch. Stahl ist genug da, Eisen wird noch gebraucht. Und das wird jetzt differenziert geschaltet, eben ich schalte entweder den Stahl aus oder ich schalte die Eisen aus. Und wenn aber Eisen ausgeschaltet ist und Stahl produziert wird, kann ich den hier aber wieder einschalten.
Ne? Und das gleiche habe ich dann eben auch für Kupfer gemacht. Ne? Alles ist noch so gekoppelt, dass es an den, auch noch an der Energie hängt. Das heißt, es ist eine Unverknüpfung. Ne? Es muss also genug Energie da sein und es muss noch Platz im Lager sein. Dann mache ich was. Gut, das war es eigentlich schon. Das heißt, da muss ich mich beschäftigen mit, was mir schon erzählt hatte. Hatte ich schon wahrscheinlich gezeigt. Ich weiß nicht, ob das noch im Kopf ist. Die ganze Sache mit der Chemie, das ist nicht richtig gut, wie ich das gelöst habe. De facto baue ich da immer eine, von sehr schönen Seen hier, eine ganz wirre Spaghetti-Fabrik. Eieiei. Kaum nachvollziehbar. Ne? Immer wenn mit der Puffer voll gelaufen ist, wird hingestellt. Ne? Habe ich momentan Schwefelsäure. Ich habe genug Schwefelsäure. Habe ich Schmiermittel, habe ich auch genug von. Gleich, glaube ich, auch. Also andere Worte ist noch überall genug da, ich kann alles abfüllen. Aber das ist nicht gut, das muss also optimiert werden. Das muss ich genauso regeln wie meine Stückgutlogistik, die ich oben realisiert habe. Aber es funktioniert nicht schön, aber sagen wir mal so, nicht schön, aber selten. Hier habe ich den Schwefel, da könnte ich überlegen, ob ich ihn noch ins Zentrallager bringe oder auch nicht. Was habe ich noch gelernt? Zahnräder vorher herstellen ist Schwachsinn. Kann man schnell machen, in großen Mengen bevorraten, es missbelastet nur wieder meine Förderer. Das heißt also konsequent nur noch Grundprodukte, Steine, Stahl und sowas. Das heißt, das wird demnächst auch in der nächsten Lösung nicht mehr da sein, habe ich drüben in der Forschung ja schon so realisiert. Und was ist noch zu berücksichtigen? Achso, ja genau, die Produktion grüner Platinen. Grüne Platinen brauchen ja eigentlich nur Eisen und Kupfer. Das Kupfer mache ich sofort spulen. Spulen kann ich jetzt schnell herstellen. Das heißt, ich kann die so schnell herstellen, wie ich die hier verarbeite. Das heißt, ich werde demnächst dann solche kleinen eine Funktionszelle entwerfen, wo man Kupfer und Eisen reinschiebt, wo man dann sehr effizient grüne Platinen bekommt. Ja, das werden so die nächsten Aufgaben sein. Vielleicht sollte man noch mal eine Rakete ins All schießen. Rakete ist startbereit, das heißt wird ausgefahren. Das ist schön. Sehr gut, Rakete startbereit. Habe ich einen Satelliten? Nein, habe ich nicht. Auch den mache ich von Hand, weil das ist echt Quatsch, den automatisch bauen zu lassen. Ich habe mir einfach hier die nötigen Vorprodukte hingelegt. Habe ich zwischendurch mal kommissioniert. So, einen Satelliten bauen bitte. Alle Teile sind da, jawohl. Das geht auch sehr schnell, wenn das der Mann macht. Sehr schön. Machen wir unsere Payload rein, den Satelliten ins Raketeninventar. Sehr schön. Jo, dann schießen wir das Ding doch mal ab. Ne? Auf geht's. Jetzt kann ich jetzt den nächsten Raketenstartschuss vorbereiten. Vorräte habe ich genug. Wie Leute, das war's. Das war die Reihe zu den Sushi-Bells. De facto wieder eine Sorter-Geschichte, nur jetzt auf Einzelstück-Ebene. Ich freue mich auf die nächste Reihe und ich hoffe, euch alle da zu sehen. Abonniert den Kanal, das wird auf jeden Fall noch weitergehen. Bis dann!